Wir sind Nebelfresser vom Alters und dieses Jahr unterwegs unter dem Motto Lesen aus dem Leben. Und zuerst möchten wir uns ganz kurz bei allen Entschuldigungen erinnern. Wir haben ein bisschen Verspätung. Wir sind knapp gewesen und haben draussen müssen einen Frauenparkplatz nehmen. Gut, ich habe das Auto gerade quer über zwei Parkfelder eingestellt. Das soll echt aussehen. Scheinbar hat Frauen drin, die können parkieren. Aber es ist ja schon so, die Frauen länger leben, wie die Männer. Weil wenn der Herr will, tut die Zeit gut schreiben, die sie beim Parkieren verlassen. Nein, aber aus aktuellem Anlass möchte ich mir nachher noch schnell ein Körbchen umgeben, das euch sammeln. Für die Menschen, die zu uns kommen, für die Menschen, die niemand will. Wir wären froh, wenn der eine oder andere fünf Lieber dort reinkommt, weil es kommt wirklich diesen Menschen zu gut, die niemand will. Also mit anderen Worten für die Deutschen. Dieses Jahr haben wir wieder die gleiche Melodie wie alle Jahre und ich bitte euch natürlich mitsingen, ich kontrolliere das auch. Wir haben das Träumchen aus der Melodie und wir kommen zum ersten Charakterkopf. Justizdepartement, Luzern im Sekretariat. Lackiert man sich ins Ego gern, weil dort nicht viel geht. Skandal und Storys bleiben aus, sind Beule an der Macht. Wir Nebelfresser fragen uns, was der den ganzen Tag macht. Sind ja nur ein kleines Träumchen sind. Oh, Träumchen sind ja doch so schnell vorbei. Sisch, ja nur ein kleines Träumchen. Träumchen sind so schnell vorbei. Nehmen wir Simon noch dran. Beim Anlauf sieht das mega aus, das tut uns super gefallen. Beim Absprung kommt er auch noch draus in die Luft, der Best von allen. Er gumpert schön, er gumpert weit, er hat das alles verstanden. Doch nützt schlussendlich alles nichts, wenn du wie ein Frosch durchschlägst. Sisch, ja nur ein kleines Träumchen. Träumchen sind ja doch so schnell vorbei. Sisch, ja nur ein kleines Träumchen. Träumchen sind so schnell vorbei. Ich wollte jetzt ganz unverdrossen bei Schweiz, Albanien. Schutte alles Eidgenossen, für wen soll ich jetzt sein? Von welcher Mannschaft soll ich denn ein Mannschaftsliebe posten? Denn die Liebe von Albanien würde weniger kosten. Sisch, ja nur ein kleines Träumchen. Träumchen sind ja doch so schnell vorbei. Sisch, ja nur ein kleines Träumchen. Träumchen sind so schnell vorbei. Übrigens, der Papst hat uns geschrieben, er geht auch an die Euro 2016 in Frankreich. Und er hat bewusst ganz fest betont, er geht nur die Match von der Schweizer Nazi schauen. Also wirklich nur die Match von der Schweizer Nazi. Ja, und das hat auch einen Grund. Der Papst geht grundsätzlich nur dort hin, wo die Not am grössten ist. Wir machen noch weiter mit Fußball. Im Fernsehen, ich habe selber gesehen, der Gress ist nicht mehr da. Im Fußball ist er ins Passé, sie haben Alain genommen. Der Alain Sutter, es ist ja so, was der tut, rauslässt. Manchmal wäre ich wirklich froh, der Gress wäre wieder da. Sisch, ja nur ein kleines Träumchen. Träumchen sind ja doch so schnell vorbei. Sisch, ja nur ein kleines Träumchen. Träumchen sind so schnell vorbei.
Ich weiss grad nicht mehr, wie man's mir, ich komme grad nicht drauf. Wenn man in einem Dummen sieht, den Finger da hat drauf. Mit Bescheissen, Stinken, Auspuffloch, das find ich langsam scheisse. Im deutschen Russen müsst der doch VW-Finger heissen. Es ist ja nur ein kleines Träumchen gewesen. Träumchen sind ja doch so schnell vorbei. Ja, nur ein kleines Träumchen. Träumchen sind so schnell verdient. Der Bocher weg, der Brunner weg, das Jahr fällt super an. Jetzt werden das Trio gleich komplett, wenn ein Dritter noch gehen würde. Im Fernsehen kann er nicht mehr sehen und kann er nicht mehr hören. Sein Zürich-Deutsch tut in den Ohren weh, die Schawinski-Lafer in Röhren. Es ist ja nur ein kleines Träumchen gewesen. Träumchen sind ja doch so schnell vorbei. Es ist ja nur ein kleines Träumchen gewesen. Träumchen sind so schnell vorbei. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wo Peter ist da. Eine Klosterfrau drinnen gesehen vor den Tagen? Nein, ich habe keine gesehen. Das ist keine Schade, sonst hat er gesagt, so ein Bruder, wir machen jetzt zusammen noch schnell ein Stossgebet. Kannst du nicht alles haben? Also ich bin schnell hier am Umbauen gesehen von meiner Sehnsuchtsbratpfanne. Der Grund ist ein einfacher. Wir sind beides Mani-Matte-Fan und wir wir bauen alle Jahre ein Mani-Matte-Lied einbauen in unsere Vorführung. Und dieses Jahr ist die Ahnenforschung vom Mani-Matter. Es geht dort um einen Gauner, Bernhard Matter aus dem Aargau. Und wir haben einen anderen gefunden. Also, wir singen den Matter, aber vom Matter. Da, 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 da. Für mich selber das zu erklären, bin ich mal der FIFA-Mann. Hab von unteren Zweigen her ein Trick probiert, den ist zu verstehen. Wer da alles echt verdammt ist, hab ich Blut aus Quellen geschöpft. Nur einen, der bekannt ist, worden gibt's, der wird jetzt geköpft. Da, 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 da. Es ist der Golger Josef Platter, aus dem Wallis ist er gekommen. Er ist alt wie ein Grossvater, er geht trotzdem immer noch. Er hat da vor ein paar Jahren der FIFA-Weg bestimmt. Und jetzt erst hat erfahren, dass er nichts mehr Wunder nimmt. Da, 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 da. Der Zettel zum Suchen, was da nicht richtig läuft. Wer nicht richtig tut verbuchen, wer sich sonst noch so verkauft. Ein Gremium gegründet, das er nicht ganz absackt. Doch die haben jetzt verkündet, er habe Geld eingesackt. Da, 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 da. Er habe sein Leben gestohlen und Gelder an sich genommen. Und was nicht ist gekommen zu holen, hat er für gerne auf sich genommen. Man hätte ihn stellen und hätte ihn dispensiert. Er hätte nicht ins Gefängnis wollen, hätte einen Anfall inszeniert. Da, 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 da. Jetzt tut der Blatter denken, dass das Gremium in Freiheit würde schenken und stellt sich drum ins Dumm. Das Gremium hat gegründet, seine Meinung sei klar. Wie er jetzt hat verkündet, er sei unantastbar. Da, 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 da. Jetzt können wir nur hoffen, dass Gericht in unserem Land, für den wäre Gefängnistüren offen, Gericht machen uns keine Chance. Und wenn wir nur daran denken, was da noch alles kann gehen, wir Nebelfresser bänkeln, nein, sag nächsten Fasnacht dran. Wir Nebelfresser bänkeln, nein, sag nächsten Fasnacht dran. Ja,
ist eben, wie ich auch schon gesagt habe, mit dem Grabschen hat es in Köln so ein Problem gehabt. Jetzt hat die Luzerner Regierung den Flyer rausgegeben, hat die in den Mannen verteilt, in allen Mannen. Und wir sind ja, wir gehen es zu, wir sind im Schmutzigsteinstieg an Tagwach gesehen. Extra ein bisschen ins Getümmel. In der Hoffnung, es haben etwa 2-3 Grabscher rein. Aber es ist nichts. Es ist nichts. Einfach keine Ahnung. Ja, übrigens, ja, gerade an der Fasnacht hat es immer so viele Leute rum. Und da wird bei das und dieses hat so Taschendiebe rum, wie Zeug geklaut. Und da ist gerade vor 3 Monaten, ist das in meiner Frau auch passiert, also vor 3 Monaten, hat sie eine Kreditkarte gestohlen. Es ist wirklich dreimal gut, ich habe sie noch nicht sperren, weil der, der sie geklaut hat, braucht weniger als die Frau. Jetzt kommen wir zu einem anderen Schätzchen. Wir können einfach nichts dafür. Sie ist wunderschön, solange sie nicht redet. Ja, sie ist selber schon, alle Arbeitszeiten. Kannst du stellen, wo du willst, ein Fettnapf möglichst klein. Frau Signori ist ein Topst, die trampelt sich vertrieb. Ich werde sie sehen und konsterniert, ich hätte mich können krümmen. Der Stadel hat sie moderiert, darum gibt's ihn nicht schon immer. Sie ist ja nur ein fleißes Träumlich gewesen. Träumlich sind ja doch so schnell vorbei. Ja, nur ein kleines Träumchen gesehen. Träumchen sind so schnell verdient. Ja, Propi, Propo, schöne Frau, herzig ist es ja, das muss man sagen. Herzig ist es ja. Und der Herrgott hat auch, wo der Mann und Frau geschaffen hat, hat er die zwei so hergestellt, hat den Mann angeschaut und gesagt, wunderbar. Schöne Beine, schöner Oberkörper, schöner Muskelbau, ein wundersuper schönes Gesicht. Also da kann ich wirklich nicht mehr besser machen. Da schaut die Frau an und sagt, Jeno, du musst dich halt schminken. Ja, wir kommen zur Vergangenheitsbewältigung. Die muss sich auch schminken. Aus Pirat. Das Herren, Spiess und Türlimann, man muss es noch verbuchen. 40'000 heute Behörden haben, um das untersuchen. Das könnte man sicher günstiger haben, mein Herzchen tut schon pöpperle. Wie Barauszahlung würde ich da für einen Tausiger mit einer Höpperle. Es ist ja nur ein kleines Träumchen. Träumli sind ja doch so schnell vorbei. Siehst ja nur ein kleines Träumli gseh. Träumli sind so schnell vorbei. Ja, jetzt haben wir zwei frauenfindliche Witze gemacht. Am Anfang ist sogar ein Bauchon da in dieser Gegend. Wegen dem Parkplatz. Wegen dem Parkplatz ist das drin. Ja, dabei haben die überhaupt in den Frauenparkplatz. Gibt es das dort? Gibt es das dort? Ist das nicht? Gibt es nicht? Wieso? In der Migros unten? Ja, logisch, Migros. Na ja, gut, der jetzt noch fest ist, klar. Schwierig. Hey, liebe Frauen, ich muss euch ein bisschen beschwichtigen. Ich muss euch wirklich ein bisschen beschwichtigen. Es ist ja so, die meisten Frauen suchen, also nicht nur die meisten, sondern alle Frauen suchen immer nach dem richtigen Mann. Jede sucht nach dem richtigen. Aber liebe Frauen, ich sage euch etwas. Ihr könnt doch mit dem Falschen eine super Zeit haben, bis der richtig auftaucht. Also, das ist wirklich. Jetzt können wir schnell zählen, wenn ich die richtig schon gefunden habe, das wäre mit dem Falschen. Nein, ich will noch ganz etwas Ernsthaftes loswerden, ohne Seich und ohne Schalk.
Männer müssen sehr gut zuhören, jetzt, weil es betrifft vor allem Männer, die haben es noch nicht gewusst, dass es so ist. Die meisten Frauen wissen es, dass es so ist. Da sind sie sich noch nicht bewusst, aber jetzt spät ist die Sitzung. Die Frau ist die einzige Beute, die ihrem Jäger auflauert. Ja, das Frühling hinten bei den Jägern ist das hurenassige Skelett. Ein nächster Charakterkopf. Der Uli kratzt sich jetzt am Kopf, wie soll ich das nur machen? Das Geld ist nicht im Bundestopf von leeren Bundeskasse. Für Schule Gotthard und noch mehr, wo soll ich das Geld gewinnen? Jetzt nehme ich es einfach vor Armee, die brauchen es jetzt ja nicht mehr. Sind ja nur ein kleiner Freundlich gewesen. Träume sind ja doch so schnell vorbei. Es ist ja nur ein fieses Träumli gewesen. Träumli sind so schnell vorbei. Apropos alter Mann, kommt mir gerade noch Sinn. Ein alter Mann. Hat ein alter Mann an sich runtergeschaut, hat den Reissverschluss aufgetan, hat ihn rausgenommen zu ihm und gesagt, wir sind zusammen geboren. Wir haben zusammen gute Kinder gehabt, super Teenager-Zeit. Hey, super gehabt mit ein paar verschiedenen Frauen. Hey, nachher geheiratet, hey, vier Kinder gehabt. Wieso stirbst du vor mir? Ach, von so einigen Frauen bekannt worden. Wir greifen auch heikle Themen an. Vom Haarschopf bis zum Zehenspitz, die Schlanken und die Feissen, tragen gewisse Frauen ins Burka, tut das heissen. Die Schweiz sollte mir ein Gesetz erlassen, sagen ich jetzt schroff. Die dürfen ihre Burka haben, aber aus Eduis Hörmli-Stoff. Siehst ja nur ein fieses Träumli sind. Träumli sind ja doch so schnell dabei. Ja, was wolltest du da dazu sagen? Die Wahlen sind dürren und... Jawohl. Wir haben jetzt hier ein paar neue Parallelen. In Bern hat es jetzt ein paar Elementarien. Und jetzt haben natürlich jetzt das dritte Weltschi im Bundesrat. Und da kann es ja noch ein Thema werden. Der Didier sagt zum Parlament und schaut vertrocknet rein. Wir wollen ein Gläschen weissen, nein, von deinem guten Wein. Er geht zum Kühlschrank und wird dumpf, er kann es bis heute nicht fassen. Im Schrank hat es noch vor Widmer Schlumpf als faulen Mauserwasser. Seh, ja nur ein kleines Träumchen gesehen. Träume sind ja doch so schnell vorbei. Träume sind so schön.